Die konservative Regierung in Spanien will Stierkämpfe zum nationalen Kulturerbe erklären. Hunderte Demonstranten wehren sich nun dagegen. Tortur sei keine Kultur. Die Weltwoche sieht das anders. Seit den dreitägigen Zürcher Prozessen im Theater Neumarkt wissen sie, dass Kultur manchmal durchaus eine Tortur sein kann. Aber zurück zu den Stierkämpfen. Die Corridas, also die Stierkämpfe, sollen in Zukunft viel mehr als die 600 Millionen Euro an öffentlichen Subventionen bekommen. Es wundert dem ja nicht, dass die Spanier so gegen die Kämpfe wären. Jetzt, wo sie alle selber Stier sind, da wirken 600 Millionen natürlich wie ein rotes Tuch. Eine Miss Schweiz-Kandidatin antwortete auf die Frage, kennt ihr die Anzahl der Bundesräte fadengerade mit Ja 6? Sie ist nicht die Einzige. Aus dem Off meinte eine Kandidatin überzeugt 4. Ein gutes Argument gegen die Volkswahl vom Bundesrat. Schon fehlen dann plötzlich ein paar. Christa Rigozzi sagt dazu ebenfalls im Blick. Die Anforderungen beim Test sind anscheinend nicht riesig. Wir wollen Kandidatinnen haben, die ein bisschen intelligent sind. Wir bleiben bei den ein bisschen intelligenten. Die Beatrice Egli hat Deutschland sucht einen Superstar gewonnen. Im Blick erzählt sie von der rauschenden Siegerparty. Ich habe mit meiner Familie an dem Team gefeiert. Alkohol habe ich nicht getrunken. Die besten Partys hat man ohne Alkohol. Dabei haben Forscher jetzt herausgefunden, dass Bier glücklich macht. Besonders dann, wenn Beatrice Egli singt. Vom Singen zum Tanzen. Der Event «Tanz dich frei» wirft in Bern schon im Vorfeld hohe Wellen. Eine Massenveranstaltung sei wegen der Grossbaustellen in der Stadt äußerst gefährlich. Die Baustellen sollen jetzt zum Teil zugeschüttet werden. Da kann der Alexander Schmidt als Finanzdirektor gerade mal zuschauen, wie man in Bern die Löcher stopft. Löcher stopfen muss auch das Journal B. Wir brauchen ganz dringend zahlreiche neue Mitglieder, um unsere Liquidität sicherzustellen. Ein Beirat, bestehend aus linken Politikern, ist die Ausrichtung vom Journal B, und das kommt jetzt unerwartet, zu wenig links und zu wenig politisch. Verständlich, nicht, dass wir jetzt in Bern noch so Zustände haben wie bei der Basler Zeitung, wo Politiker an einer Redaktion sagen, was in der Zeitung stehen soll. Ein Sozialdemokrat Peter Vollmer müsste man vielleicht den Begriff soziale Medien nochmal erklären. Apropos Medienvielfalt. Diese Woche war auch das Extrablatt von der SVP in den Briefkästen. Die positive Meldung: In der Stadt Bern werden die Abfallgebühren gesenkt.